Deutschland sagt zum Beispiel, wir müssen den Rassismus bekämpfen, dies und das, die labern alle Blödsinn. Wenn man nicht das Problem, den Ursprung des Problems kennt, kann man das niemals bekämpfen. Was ist der Ursprung? Ich sag mal der Koran. Im Koran, Sura 9, Vers 5 steht, wenn die Schutzmonate abgelaufen sind, tötet die Ungläubigen, ergreift sie, wo man sie findet und lauert ihn auf. So, ich habe nichts gegen den Menschen, ich persönlich, ich habe nichts gegen die Muslime. Aber gegen diese Lehre des Korans, wenn man die Ungläubigen töten soll, wenn ich nicht an Allah glaube, was soll das? Dann einige Leute kommen natürlich auch mit Kritikpunkten. Die sagen beispielsweise, hört mal, Abu Hamza, Allah sagt doch im Koran, in Sure 9, Vers 5 und 6 sagt er, ja, فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَأُدُولًا كُلْ مَرْسَدْ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Ja, da sagt er, und wenn die Monate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, und ergreift sie und umzingelt sie und lauert ihnen auf jedem Weg auf. Dann sagt er, ja, guck mal, was ist hier los? Er sagt hier, jeder soll getötet werden. Dann sagen wir zu ihm, Bruder, was heißt Bruder, schau dir doch mal den Kontext an. Hier ist eine Kriegssituation. Der Prophet ist in einer Kriegssituation mit den Muschrikin, die ihn angegriffen haben. Das ist genauso, als wenn ein General auf dem Schlachtfeld sagt, im Vietnamkrieg beispielsweise, töte jeden Vietnamesen, den ihr seht. Aber guck mal, was danach im Koran erwähnt wird. Danach, ja, dann sagt Allah, ja, وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُ حَتَّى يَسْمَى كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُ مَأْمَنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Er sagt, und wenn einer der Götzen, die das heißt, wo eben gesagt wird, tötet euch, zu dir kommt und bei dir Schutz sucht, guck mal, bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, damit er das Wort Allahs hört, und dann bringe ihn an einen Platz der Sicherheit. Das heißt, wenn er aufgehört hat, dich zu bekämpfen, was sollst du machen? Nimm ihn auf, und er sagt, nicht bring ihn nach Guantanamo. Der sagt, bring ihn an einen Platz der Sicherheit. Dann sagt Allah in Sure 6, Vers 61, وَإِنْ جَنَحُوا لِسَلْمِ فَجْنَحْ لَهَا. Das heißt, wenn sie sich dem Frieden zuwenden, dann wendet ihr euch auch dem Frieden zu. Aber das Problem ist, die Islamhasser-Gesellschaft, diese Verse wollen die nicht hören. Die passen, die kommen nicht oben rein. Das ist das Problem. Die kommen nicht mehr an. Weil die sind sowas von infiziert von dieser Hetze, die sie sich teilweise selber zugefügt haben, dass der Prophet a.s. 60 Kriege geführt hat und 60.000 getötet hat und Dinge erzählen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Aber wenn du denen erzählst, dass das alles Lügen sind, dann sagen sie, du bist doof.